So, liebe Leute, hallo und willkommen zurück zu Lies of P. Wir probieren es jetzt nochmal mit dem Boss. Ich habe das jetzt nochmal 5-6 Mal probiert. Einfach um so ein bisschen so ein Gefühl dafür zu bekommen. Ich habe es allerdings bisher immer mit dem KI-Kollegen probiert. Wir haben noch 5 Sternfragmente, die spare ich mir jetzt mal auf. In der Hoffnung, dass ich jetzt hier so ein bisschen trainingsmäßig das Moveset besser verstehen kann. Und vor allem die Ausweichmechanik. Zunge, Zunge. Ich denke fast, dass ich zu wenig Schaden anrichte, ehrlich gesagt. Nee. Nee, das ist mir zu wenig Schaden, den ich anrichte. Das ist einfach, das dauert zu lange und ich kann mich da nicht drauf verlassen, den KI-Kollegen mitzunehmen, denn davon habe ich nur noch 5. Und das muss auch so machbar sein. Was nicht heißt, dass ich den KI-Geist da nicht nutze, sondern ich persönlich möchte stark genug sein, um den auch so schaffen zu können. Und dann können wir immer noch alle möglichen Optionen in Betracht ziehen. Ich denke aber für den Moment ist das noch ein bisschen zu schwer, zumal das ja auch nur die erste Phase ist. Die zweite wird ja dann doch nochmal eine ganze Ecke schärfer. Aber das kriegen wir schon hin. Das kriegen wir schon hin. Genau, kommt mal her. Ja, schön in der Mitte laufen. Dankeschön. Sehr gut. Wo ist sie? Sehr schön, 119. Ist hier sonst noch was? Nee. Was gibt's dafür? Auch 119 nur? Okay. So, wir schauen uns hier unten nochmal eben um. Hier haben wir jetzt das gelöscht. Die Dame da oben. So, 4000. Warte mal, ist das jetzt gerade grün geworden, die Anzahl? Wird das grün, wenn ich genug habe, um zu leveln? Kann das sein? Irgendwie war mir so, als wäre es gerade eben die ganze Zeit weiß gewesen.
Also viele kleine Sachen im Spiel, die sehr angenehm sind, die sich durchaus auch ein Entwickler wie From Software abschauen könnte. Ich weiß natürlich nicht, ob die das möchten, aber wenn dem so ist, dass das Ergo oben grün wird, sobald man genug hat, um zu leveln. Ach, hier ist nur dieser Typ gewesen. Sowas zum Beispiel, oder wenn man stirbt, dass man sieht, wie viel man gedroppt hat, wie viel jetzt, also ob es sich lohnt, das nochmal zu holen oder nicht. Das finde ich schon ganz nett. Aber wie gesagt, wenn From Software das nicht möchte, weil die da so ein bisschen die Schwierigkeiten ein bisschen höher haben möchten, dann verstehe ich das auch. Aber fällt mir nur auf, die haben hier so viele Kleinigkeiten implementiert, wo man denkt, ah ja, nett. Ist trotzdem sauschwer, aber nett. Wir gucken mal. Wir haben immer noch die Option, in diesen Werken, den Vinini-Werken, diesen riesigen Roboter zu besiegen. Da war... Au, au, au. Aber das wird auch nicht ganz leicht sein. Doch möglicherweise... Geh doch weg! Ist das durchaus eine Option, jetzt wo ich es gerade ausspreche? Mich hier runter? Kriegt er das hin? Nee, schade. Oder? Warte mal. Wirklich nicht? Ärgerlich. Gut, dann müssen wir alles wieder zurück. Denn... Der wird ein bisschen was droppen, schätze ich mal. Oh, dumm. Au, au, au. Oh. So, wir schauen mal eben. Teleportieren. Eingang. Ja, doch. Doch, doch, das ist gleich am Eingang. Bei dem Rohr, das man da so verschoben hat, ne? Der läuft halt leider in Säure oder irgendwas, aber ich muss es halt irgendwie versuchen. Boah, was halten die denn so viel aus? Hallo. Oh. Geh weg. Ich habe das Gefühl, dass der mehr ausgehalten hat als vorher. Ich weiß nicht, das Schwert ist gelevelt. Da ist er ja. Ja, ich denke, große Chancen werde ich nicht haben. Schauen mal eben. Was haben wir hier? Verderbnis.
Puppe der Zukunft. Ja, wie soll man das denn eigentlich schaffen? Die Verderbnis ist ja... Geht auch weg. Oh oh. Ah. Aber durchaus machbar. Aber die Verderbnis, das ist ein bisschen das Nervige hier. Mit diesen Ampullen geht's dann, aber da muss man natürlich einen Blick drauf haben. Verderbnis tritt auf, wenn sich Verderbnisschaden aufbaut. Wenn der Statuseffekt ausgelöst wird, verringern sich fortlaufende Übrigen. Um Statuslein zu besenken, kannst du eine Reinigungsampulle. Was haben wir denn hier? Attributsreinigungs. Okay, das passt doch. Kommt der jetzt runter? Das ist die Frage. Ja, wo ist da hinten? Warte mal. Ist man hier nirgendwo... Oh, vielen Dank. Gib ihm... Ui. Heilen, heilen. Jetzt holen wir uns das Zeugs hier drüben. Und die
Kiste. 9000, sehr schön. Das sind, müssten zwei Level-Ups sein. Gib mal. So, wir hauen wieder ab. Das hätten wir erledigt, sehr schön. Oh, oh, ich habe keine... Warte mal. Oh, ist das nervig mit der Steuerung. Nee, das bringt nichts. Okay, muss ich mich gleich heilen? So, wir können uns einmal neue Boni holen bei Geppetto, denn wir haben einmal Quarz erhalten. Wir können leveln. Und wir schauen uns die neue Waffe an. So. Warte mal. Haben wir mit dem noch irgendwas am Hut hier? I always welcome friends. Nee. Schauen wir uns mal eben... Das Ding hier, 130? Oh Gott, ich wollte gerade fragen, ist die schwer? Aber ja, Waffe wechseln, kann ich nicht. Gehen wir mal hier auf den Übungshof. Jetzt... Oh, aber die schlägt schneller zu. Ja, nicht schlecht. Komm mal her. Mit dem Ausweichen wird es schwierig. Ich muss jetzt mal kurz schauen. Ich leg die mal ab. Ah, dann ist er besser unterwegs. Okay. Das probieren wir. Das probieren wir mit der. Die können wir möglicherweise sogar schon leveln. Alles klar. So, das Ding ist es, ne? Eins. Zwei fehlen, okay. Das ist doch schon mal ein Anfang. Wo ist denn Madame? Da oben. Hallo? Okay, danke. Stufenaufstieg. Eins möglich. Nee, doch, zwei sollten passen. Ausdauer auf jeden Fall. Und maximale Ladung. Danke, tschüss, bis bald. Gar nicht schlecht. Das lief besser, als ich dachte, ehrlich gesagt, mit diesem Riesenroboter. Das ist natürlich... Also, der Roboter an sich war easy. Die Verderbnis war das, was einen hier ins Verderben bringen könnte. Deshalb... Was haben wir denn hier? Das fehlt noch. Erhöht das Zeitfenster. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Ach doch, warte mal, das geht ja sogar. Nehmen wir den leeren Slot und schauen mal. Schaden bei Entladung verringern. Ausdauerverbrauch für Entladungsangriff. Waffenhaltbarkeitswiederherstellungsgeschwindigkeit. Sag mir, dass das Deutsch ist, ohne mir zu sagen, dass das Deutsch ist. Waffenhaltbarkeitswiederherstellungsgeschwindigkeit erhöhen. Aber das sieht ganz gut aus. Erhöht Ergo nach Besiegen eines Feindes. Ja. Und damit haben wir das jetzt freigeschaltet. Beim nächsten Mal Quarz. Aufsteiger ausweichen. Ermöglicht Ausweichen, wenn man am Boden liegt. Oh, fantastisch. Also freue ich mich auf das nächste Mal Quarz.
Sehr schön. So, wollen wir es nochmal probieren, oder was? Ich glaube, wir sind ganz gut aufgestellt. Mit der neuen Waffe, die muss ich natürlich erstmal kennenlernen jetzt. Aber wenn ich da ein bisschen mehr Schaden mache, dann ist das ja schon mal nicht verkehrt. Zudem ein bisschen mehr Ausdauer, was ich denke, bei einem Mal ausweichen keinen Unterschied machen wird. Aber vielleicht ist das das kleine bisschen, was fehlt, um hier irgendeiner Attacke ausweichen zu können. Ich denke allerdings, und jeder von euch, der schon mal so ein Spiel gespielt hat, weiß, man kann so viel aufleveln, wie man möchte und noch so stark sein. Bis zu einem gewissen Grad, also bis man dann irgendwie mit zwei Schlägen so einen besiegt, sind es 90% liegt am Spieler selbst, ob man das schafft oder nicht. Da ist es dann Ungeduld oder irgendwie nicht lernen wollen oder so. Deshalb lohnt es sich auf jeden Fall, immer mal wieder reinzuschauen und zu gucken, okay, was kann ich jetzt besser machen? Oder auch nicht. Ah, das ist schon viel besser. Ah, es hat leider nicht gepasst. Schade. Ich werde mit dem Ausweichen nicht warm, ne? Es ist zum einen die Art und Weise, wie er ausweicht, also dass es entweder ein Schritt ist oder so eine Rolle, aber ich habe das Gefühl, die Sicherheit zu wissen, okay, ein Ausweichen, damit kann ich jeder Attacke entkommen, wie bei Elden Ring beispielsweise, wo ich genau wusste, okay, wenn ich hier jetzt eine Rolle mache, dann kriegt er mich nicht, egal wie stark sein Schlag ist. Das ist hier das Ding und auch, wann ist die Animation meines Schlages vorbei und wann kann ich tatsächlich ausweichen? Das ist ein ganz extremer Lernfaktor bei dem Spiel, finde ich. Weil während man schlägt oder eine Animation hat, kann man nicht ausweichen. Und da muss man dann eben lernen, also ich in dem Fall, das richtig. Unglaublich. Da haben wir es gerade gesehen. Er war noch in der Kampfposition quasi und ich konnte nicht ausweichen. Bitte? Bitte? Ausdauer mehr. Ist gut, mach. Nee, nee. Der Waffe. Mache ich damit mehr Schaden? Ich glaube schon. Ich muss die nochmal eben vergleichen. Die haben wir 142.
Ja. So, wir haben ein Sternfragment gefunden. Das nutzen wir jetzt nochmal, um hier nochmal warm zu werden. Zack. So, was man hier will ist... Das möchte man nicht. Come on. Die zweite Phase ist hier das Problem. Da wird es auch ein bisschen schneller, so von seinen Bewegungen her. Wenn man die Froschseite, sag ich mal, nimmt, dann geht es tatsächlich. Die andere hat eine wesentlich höhere Reichweite mit diesem komischen Schlangenbischof. Waffenmäßig ist okay. Ich muss jetzt so ein bisschen die Balance finden zwischen, wann nutze ich Feuer auf dem Schwert. Weil die zweite Phase ist wesentlich schwieriger, aber... Ja. Macht keinen Unterschied, wenn man was abkriegt. Nee, 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 nee.
Boah, die muss ewig noch rumstehen. Lass es. Lass es bitte. Du bist kein Model. Fast gar keinen Schaden, ne? Ey, komm, bring mich mal um. Ist okay, mach mal. Ich mach also alleine, ohne Feuer auf dem Schwert, mache ich fast keinen Schaden. Das dauert viel zu lang. Probieren wir es nochmal mit dem KI-Kollegen. Ich denke fast, oder? Wie gesagt, das ist durchaus auch eine Option, einfach irgendwo zu grinden, zu schauen, dass man die Waffe nochmal auflevelt und so weiter. Ich denke dennoch, dass das Problem jetzt hier nicht irgendwie an der Waffe liegt, sondern eher daran, wie ich mich verhalte und wie ungeduldig ich bin. Also, deshalb will ich es jetzt nicht unversucht lassen. Wenigstens noch das eine Mal hier. Hau ab. Lass mich dahin. Hau ab. Weg, weg, weg. Oh. Oh.
ideal. Aua, aua, nein, geh weg, hau ab! Komm her! Okay, also Feuer in der zweiten Phase. Und am besten den KI-Geistmann irgendwie mit rüberziehen in die zweite Phase. Das wäre ideal. Und dann noch 3 Gesundheitselixiere, das wäre nicht verkehrt. Aber ich muss dran denken, dass gerade das mit dem Feuer, das macht einen großen Unterschied. Und dann möglichst schnell zur Froschseite kommen. Wir haben noch 4. Ich weiß nicht, ob man die kaufen kann. Könnte aber schwierig werden, wenn ich keine mehr habe. Den müssen wir schnell erledigen hier. Lauf hin, mach, sei stark. Ah, Mist. Hau ab. Aua. Weg.
nicht. Ich sehe leider nichts. Mann, ey. Aber war ganz gut. Das lief ganz gut. Aber ja, wenn man dann einfach nichts mehr erkennt, dann wird es irgendwie schwierig, darauf zu reagieren, was auch immer da passiert. Ich brauche den Geist ein bisschen länger. Der ist ganz gut. Vor allem, wenn der die andere Seite angreift, habe ich den Eindruck, ist die Froschseite komplett still und macht nichts. Halt durch, Geist. Hau ab. Nein. Ich bin tot. Nee. Ich schätze, das wird nicht reichen. Die Waffe ist schon ganz gut, gerade in Kombination mit Feuer, aber also ohne den KI-Kollegen bin ich fast machtlos, weil ich einfach nicht genug Schaden anrichte. Und dann noch dieses, man muss nah dran sein. Dadurch habe ich Schwierigkeiten zu erkennen, wann angegriffen wird. Habe jetzt aber auch nicht so den Eindruck, dass ich groß grinden könnte hier irgendwie. Also alles nochmal durchzugehen, wird mir nicht viel bringen. Daran fehlt es dem Spiel so ein bisschen, ehrlich gesagt. Dass man hier...
Ich benutze die jetzt mal und schau mal, auf wie viel ich komme. Nicht, dass das einen riesen Unterschied machen würde. 4400, ja gut. Damit können wir einmal leveln. Wie machen wir es? Etwas schwer. Ich gehe davon aus. Zeig mal her, hier fehlen zwei Mondsteine. Ergo fehlt. Okay, was habe ich denn hier für einen Vorteil? Hier hätten wir den Entschlossenheitsgriff. Der würde mich nochmal 7 nach oben bringen. Dafür fehlt aber ein bisschen Ergo. Aber ist nicht schlimm. I know my way. Ja, diese Minen, keine Ahnung. Ich merke schon so im Kampf, dass ich das alles gar nicht so häufig nutze, ehrlich gesagt. Wir probieren es jetzt mit der nochmal. Weil man muss entweder sehr nah dran stehen oder aber wie jetzt mit den Minen, das wird lange dauern, die anzubringen. Aber ich probiere es jetzt nochmal. Wenn das nichts wird, dann haben wir wenigstens den Riesenroboter geschafft, aber jetzt bin ich an so einem Punkt, wo ich mir so denke, ja, wo kann ich jetzt gut Ergo herbekommen? Also die paar... Hatte ich richtig... Ja, vielleicht muss ich es einfach nochmal machen, weiß ich nicht. Bei Elden Ring ist es natürlich der ideale Fall, da kannst du durch die ganze Welt und schauen und sogar in Bereiche, wo sehr schwere Gegner sind, die dann viel auf einmal geben. Hier habe ich so ein bisschen das Gefühl... Wer haben wir denn noch? Weiß ich nicht. Muss ich probieren. Das ist jetzt der letzte Versuch. Und jetzt schauen wir mal. Mit dem Minen-Dings. Ob das hier irgendeinen Sinn hat. Ich hab den Eindruck. Oh, ja doch. Nee, würde ich nicht lügen. War nicht schlecht. Hau rein. Macht einen Unterschied. Kann ich darauf auch eigentlich... Na, warum nicht?
Heilen! Das war dumm, da hätte ich mich heilen müssen. Oh Mann, das war ein guter Run. Schade. Ja, die Minen machen 250, 300 Schaden. 2-3 Minen, gerade in der ersten Phase, spart einem so ein bisschen Ausdauer. Und das sind 2 Schläge weniger, die ich dann brauche. Letzte Sternfragment. Ansonsten müssen wir beim nächsten Mal schauen, dass wir halt wirklich vielleicht von ganz vorne einfach nochmal durchlaufen. Die mittelschweren Gegner sind ja leider komplett weg dann. Komm mal her. Und er steht da noch so, schau mal, wie schön ich das Schwert halten kann. Weg! Hadouken! Gib ihm Geist! Mist, das war unnötig. Hey. Das war noch unnötiger. Oh nein, die Waffe! Kleinen Moment bitte. Geht das jetzt nicht mehr? Die ist komplett kaputt, ne? Sehe ich das richtig? Ja.
Das wusste ich nicht. Wenn die Haltbarkeit weg ist, dass man das dann gar nicht mehr reparieren kann. Ich hätte dann erwartet, dass man wesentlich länger schleifen muss, damit die Waffe wieder in Ordnung ist. Ich habe jetzt keinen Kollegen mehr. Ach, wie ärgerlich. Wird mir hier angezeigt, wo ich welche bekomme? Nee. So, letzter Versuch. Ansonsten, keine Ahnung. Grinden halt. Nee, ich bin raus. Ich bin raus. Nee. Keine Chance. Die Ausdauer, ne? Mit dieser schweren Waffe, das ist ausdauermäßig wirklich schwer, weil du willst natürlich viele Schläge. Töte mich, ist okay. Willst natürlich viel austeilen. Ich kann vielleicht dreimal schlagen und dann ist die Ausdauerleiste leer. Dann kommt noch der Moment, in dem ich ausweichen muss, hab dann aber keine Ausdauer mehr. Alter, was machen wir? Wie komme ich hier durch? Wir schauen mal, wo wir hin können. Wir haben hier noch irgendwas. Ich weiß leider nicht genau, was es da mit dieser Pfeife auf sich hat. Ich kann ja mal schauen im Inventar. Tasche. Haben wir hier nicht sowas benutzbar? Nee, gib mir... Ah, hier. Eine verblasste Polizeipfeife, sie ist durch den Gebrauch glatt geworden. Die Kinder pfiffen nach ihren Freunden. Man mag ihn als Versager abgetan haben, aber zumindest in diesen Momenten war er der Polizist der Kinder. Okay, das ist hier als Erinnerung, genauso wie diese Offiziershandpuppe und der Apfel, den ich gekauft habe. Aber beim Teleportieren wird mir hier die Pfeife angezeigt, weshalb ich davon ausgehe... Verkauft auch keine Sternfragmente. For your information. Schwierig. Ja, genau, hier waren wir in dieser Wohnung. Aua. Ah, perfekt. Sehr gut. Daran hat das Spiel gedacht. Ich dachte, das wäre so ein super seltenes Ding, was man dann nur in neuen Gebieten bekommt oder bei so Zwischenbossen oder so, aber... Damit ist mir auch schon mal geholfen. Hat er für mich? Sehr schön, okay. Was haben wir? 5,16, tatsächlich. Das ist... Die Zahl oben rechts ist jetzt weiß. Sobald ich leveln kann, wird sie dann grün. Das finde ich ein super Feature. Au, au, au.
So, hier haben wir die beiden Typen. Die sind ein bisschen größer, allerdings... Zack. Ja, wir sind bei 902. Das ist es, was ich meinte. Das dauert ewig. Hier fehlt so ein bisschen an starken Gegnern. Alle, die zwischendrin kamen, die recht stark waren, sei es der Polizist im Innenhof oder, weiß ich nicht, diese komischen The Last of Us-Typen, diese Pilzmenschen da auf der Brücke kurz vor der Kathedrale, die sind alle nur einmal da. Cool. Cox hat Urlaub. Komm her. Komm her. Oh, sehr gut. Ne, genau, da geht's wieder durch. 1432 plus die 1000 reicht auch noch nicht, nicht mal für ein Level. Und ein Level wird hier keinen Unterschied machen. Ich muss... Ah, gut, der ist noch da. Nicht so schnell. Schade. Die schon immer so viel ausgehalten? Irgendwie... Oh, oh. Sehr schön. Perfekt. Komm mal her. .933. Es müssten inzwischen an die 4000 sein, die ich brauche. Bisschen mehr Ausdauer wäre nicht schlecht, ein bisschen mehr Tragekapazität, damit der beim Ausweichen und möglicherweise auch beim Schlagen nicht so viel verbraucht, ich bin nicht sicher. Aber irgendwie so der Mittelweg. Sehr gut. Oh nein! Das habe ich vergessen. Hallo! Sehr schön.
mal, ich muss erstmal deine Freundin erledigen. Oder? Danke. Aua, hau ab! Nein! Kommt ihr hier durch? Na klar! Ich habe ihn nicht getroffen. What? Oh, wie ärgerlich das ist. So, komm mal her, jetzt haben wir ein bisschen Platz. Jetzt können wir uns unterhalten. Ah, du bist ja. Wundervoll. Den haben wir noch. Bitte? Sternfragment und Termit, super. Sehr schön. 3431. Ja, aber es dauert, ne? Wenn man bedenkt, wie viele ich jetzt gerade umgebracht habe und gerade mal 3400 habe. Muss man sich überlegen, will man das? Schön. Will man da jedes Mal so viel grinden müssen, um so ein bisschen voranzukommen und so ein bisschen leveln zu können? Oder gibt es hier irgendeine Option, die es einem vielleicht doch leichter macht? Wobei ich mal ganz stark davon ausgehe, dass sie das gar nicht wollen, dass das leichter ist. Teleportieren. Wir düsen hierhin. Holen uns das Ergo. Leveln einmal. Und wechseln den Arm wieder. Ausdauer ist nötig. Sehr gut, ansonsten macht es echt Spaß, aber das muss ich jetzt langsam schaffen. Das sind schon zu viele Versuche. Wie gesagt, vor dieser Aufnahme habe ich es, ich glaube, 6 Mal versucht und nicht geschafft. Jetzt komme ich der Sache ein bisschen näher, finde ich. Da ist es die Kombination aus auf Ausdauer ein bisschen besser achten und so ein bisschen besser nutzen von dieser Waffe hier, von dem Arm zu machen. Warte mal, verbessern gegen wie? Modifizieren. Bewegliche Ladung. Dafür fehlt mir ein Legion-Kaliber. Okay. Ich muss nochmal eben schauen. Ja, ich denke, Säure wird hier nichts bringen.
Ausverkauft. Wir flambieren, Leute. Wir flambieren. Jetzt steht sie hier drüben. Such dir doch ein Hobby. I'll use my power. Irgendwie alte Yps-Hefte sammeln oder sowas. Was ist es? Stärke? Ja, tatsächlich. Danke, tschüss, bis bald. So, wir versuchen es jetzt noch einmal. Und wenn nicht, dann klappt es halt diese Folge nicht. Was soll ich da machen? Aber der neue Arm, Flammen, könnte funktionieren. Komm, wir haben ein paar Sternfragmente gefunden. Das beruhigt mich schon mal, dass man einfach durchlaufen, dass Feinde das so droppen, auch die Standardfeinde. Das finde ich ganz gut. Dann lohnt es sich auf jeden Fall noch mal ein bisschen zu grinden. So, du Pappnase, komm mal her jetzt. Au. Dass der die Attacke blocken kann, ne? Diese Y-Attacke. Zack. Für dich noch einen hinterher. Und jetzt heile ich mich schnell. Noch Wecker. Geist, geh weg. Okay, let's go. Unnötig, unnötig. Wie süß. Also hier, ich habe ein Teelicht dabei. Nein, nein, hau ab. Zu dir will ich nicht. Hau ab. Nein! Ja, so lächerlich diese Flamme da aussieht, die macht ganz gut Schaden. Wenn man da irgendwie mal an so einen Moment kommt, wo der so ein bisschen gestunt ist, kann man das durchaus schaffen. Ich will es jetzt noch einmal probieren. Das könnte tatsächlich einen Unterschied machen, wenn man beispielsweise keine Ausdauer mehr hat und man steht da und denkt dran, das natürlich vorausgesetzt, und hat 5 Sekunden, was schon viel ist.
Dann kann das den Unterschied machen. So, letzter Versuch für heute. Ansonsten, wie gesagt, müssen wir halt durch, ne? Wer meinen Elden Ring Let's Play gesehen hat, der weiß, manchmal dauert's halt. Und es liegt an mir. Es liegt nicht am Spiel, an manchen Stellen schon. Wenn man so die Kameraperspektive oder so bedenkt, ist manchmal nicht ideal. Das ist so lästig, ne? Diese Super-Attacke. Und die kann er ohne Probleme blocken. Ich finde, die sollte es auch so geben, dass der nicht blocken kann. So wie ich das hier nicht blocken kann. Schaut mal, das zieht schon ordentlich ab, so ist nicht. Ne? Junge, jetzt lass mich doch mal kurz. Das ist ja ungeheuerlich. Das ist ja wie beim Mediamarkt morgens um 10. Lass mich doch mal kurz gucken. Ausdauer, Ausdauer, Ausdauer. Schade, wirklich. Weg, weg, weg. Ausdauer. Leute, ja, das wird ein Kampf, aber ich bin noch motiviert, das zu schaffen. Das sollte möglich sein. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Schreibt gern mal, ob ihr den schon geschafft habt oder irgendwo gesehen habt, wie der gemacht worden ist. Ich denke, das ist schon der ganz richtige Weg. Vor allem mit Feuer und jetzt dem neuen Arm und so. Aber ich muss mich da noch ein bisschen einspielen. Gerade was so die Ausdauer in Kombination mit dieser Waffe angeht. Ich könnte natürlich noch mal probieren, die andere Waffe zu nutzen. Die haut zwar nicht so sehr rein, allerdings hat die genauso Feuer. Oder? Aber die Ausdauer ist hier ein bisschen das Problem. Ich kann nur zweimal zuschlagen und gerade in der zweiten Phase hätte ich es lieber, wenn ich da mal ein bisschen häufiger zuschlagen kann. Was natürlich am Ende des Tages aufs Gleiche rauskommt. Wenn ich jetzt ein Schwert nehme mit weniger Schaden. Ach nee, warte mal, das hätte ich ja gar nicht machen müssen. I know my way around.
noch ein Versuch. Ich weiß nicht, ob es der letzte ist jetzt, aber den machen wir noch. Ergo. So, wir haben noch zwei und ansonsten, wie gesagt, würde ich dann für die nächste Folge auch vorbereitend schauen, dass ich noch welche bekomme, damit ihr hier nicht bei jedem Grindrun irgendwie dabei zuschauen müsst, weil das, naja, irgendwann wird es halt auch echt langweilig, ne? Sagen wir, jetzt sind wir ehrlich. Unnötig. Mist. Boah, jetzt fangen die gleich so an, oder was? Weg, weg, ich muss auf die andere Seite. Okay. Wieso kann der das ablocken? Diese Y-Attacke, ich finde, die sollte man immer machen können. Das sollte die rote Attacke von den Bossen das Äquivalent dazu sein. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe nicht, warum der das blocken kann. Gerade jetzt in der zweiten Phase habe ich keine Chance, das zu nutzen. Unten rechts diese Y-Attacke. Die haut ganz gut rein. Aber bringt mir natürlich nichts, wenn der die sofort ablocken kann mit jedem noch so kleinen Schlag. Ihr kennt dieses Gefühl, man will das jetzt schaffen. Das Problem daran ist, man wird nicht besser. Je höher der Wunsch ist, den jetzt zu erledigen, desto schlechter spielt man. Only I can sense the presence of God.
Wir sehen uns beim nächsten Mal, Leute. Bis dahin. Ciao.